Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Ich bin so hyped auf das Finale, dass ich direkt den nächsten Part aufnehme, weil, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie Bock, das Spiel abzuschließen, das Projekt abzuschließen. Es war ein cooles Game, aber wir müssen auch weiterziehen und Platz für neue Projekte machen. Und damit wäre dann halt auch ein weiteres großes Ziel von mir erreicht. Einfach dieses Spiel begib dich in die Zuflucht, um das Katanagiri zu beschützen. Ja. Ein weiteres. Okay, ich fange nochmal an. Damit wäre halt auch ein weiteres Ziel von mir erreicht. Und zwar dieses Spiel, ein Spiel aus meiner Kindheit, durchzuspielen. Und ja, es ist halt cool, so nach und nach die Ziele, die man sich vorgenommen hat, zu erreichen. Ist der... der tot? Nee, oder? Nee, okay, jetzt aber. Und ja, es ist zwar echt schade, wenn so... Oh, alles klar. Moin. Es ist zwar echt schade, wenn so Spiele, an denen Erinnerungen hängen, beziehungsweise so Spiele, die man auch gerne spielt, enden. Aber wie schon gesagt, man muss natürlich Platz für neue Spiele, neue Projekte machen. Das ist halt auch cool, dann ein Ziel zu haben und das Ziel abschließen zu können. Irgendwo auch mit der oh Mann, dieser Vergangenheit von einem abschließen zu können. Und diese Nostalgie einfach ruhen zu lassen. Einfach ausleben zu können. Anstatt ewig in ihr zu verweilen. Weil genau darum geht es ja auch sehr oft im Leben. Einfach mit Sachen abschließen. Ach komm, ey, jetzt mach doch mal von der anderen Seite. Dankeschön. Einfach mit Sachen abschließen zu können und weitergehen zu können. Anstatt immer nur in der Vergangenheit zu leben. Ist natürlich auch wichtig, sich an schöne Zeiten zu erinnern oder auch meinetwegen auch mal an schlechte Zeiten, einfach um die verarbeiten zu können. Aber hey, die Zukunft ist wichtiger als die Vergangenheit. Da man... Nein! Du Drecksau! Das Katanagiri. Herz. Scheiße. Was? Ach du Scheiße, Alter. Ist das Schwert vergiftet gewesen? Oh nee, Alter. Ja, Mann. Und da ist sie. Die richtig epische Musik, Alter. Holy shit. Alter. Die Musik ist so geil. Und ich glaube, jetzt kommt auch ein richtig, richtig nerviger Part vom Spiel. Die Giftling. Ich glaube, sobald man einmal getroffen wird, tickt das Leben durchgehend runter. Man hat so gut wie keine Chance mehr zu gewinnen. Ich glaube, sie wird es nicht machen. Es tut mir leid, Scott. So leid. Das muss es nicht. Ich konnte sie nicht aufhalten. Sie haben das Katanagiri. Ich... Mariko! Oh, Musmeo! Lass uns allein, Scott. Lass uns allein. Das werde ich. Hier hätte der Level geendet. Das ist so ein Joke. Das ist so ein Joke, Alter. Okay.
Diese Drecksäcke. Der Club ist jetzt sicher. Komm einfach vorbei, wenn du Hilfe, Waffen oder eine Ausbildung brauchst. Ich bin hier. Geh in die Bar und sprich mit dem Barmann, um die nächste Mission zu starten. Zwischen deinen Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Aber doch nicht hier im Dojo, sondern nur noch in der Bar, oder? Okay. Scott-san, ich werde mein Bestes geben, um Mariko zu ersetzen und dich auszubilden. Ich glaube, Mariko hat es tatsächlich nicht geschafft. Auf geht's. Oh, er hat doch noch etwas. Ich dachte, wir wären fertig. Du musst innerhalb von einer Minute mindestens 10-mal treffen. Au. Alter. Okay. Alter, okay. Ich versuch doch. Alles klar, okay, nice. Scheiße. Tut mir leid, Scott-san. Los doch, du schaffst es. Komm schon, Scott-san. Wir trainieren ein wenig. Ja. Muss mich besser anstellen. Ich glaube, das wird vielleicht doch der vorletzte Part sein. Aha, let's go. Aber er hat mich nur einmal angreifen lassen. Dreckspiel, Alter. Okay, aua. Ihr seht, wie ich die Wii-Fernbedienung bewege. Ihr seht es. Au. Ich darf entweder... ausweichen oder blocken. Scheiße. Au, au, au. So eine Scheiße, Mann. Und ihr, vor allem, ihr habt gesehen, wie ich die Wii-Fernbedienung bewegt habe. Aber er will es nicht übernehmen. Einen Moment. Option, Steuerung, Schwertbewegung. Es steht sogar auf kurze Bewegung. Machen wir vielleicht doch mal ausholende Bewegungen, weil ich immer so schwinge. Ich weiß nicht, ob das besser funktioniert, aber ich hoffe es. Okay. Mindestens 10-mal treffen. Au. Au. Okay, nice. Sehr schön. Au. Scheiße. Scheiße. Okay, das zählt sogar als 2-mal. Alles klar. Okay. Aber jetzt habe ich sein Muster relativ gut drin. Mann, mach doch bitte! Alles klar. Meine Fresse, was soll das denn? Ja. Möchtest du es nochmal probieren? Der sogar noch beeindruckender. Das Scheißspiel meine Bewegungen übernehmen würde. Und. Er kann uns tatsächlich nichts Neues lehren. Nur, dass wir uns unbedingt das Kampfmuster des Gegners anschauen müssen. Und. Dass wir jetzt schneller spielen müssen als je zuvor. Ich glaube, das ist die sehr wichtige Lektion, die wir von ihm mitnehmen können. Auch wenn wir keine Kata mehr lernen können, hat er uns trotzdem noch etwas beibringen können. Speicherpunkt.
ihr zum Barkeeper, um den nächsten Einsatz zu starten. Zwischen deinen Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Alles klar. Der krasse Oberboss ist auch nicht mehr da. Jetzt frage ich mich gerade, wir haben doch gar nicht alle Einsätze gemacht, oder? Kann man dann sogar welche überspringen? Weiß es nicht. Ich weiß, dass die Lage nicht so gut ist, Scott. Lass uns ein bisschen üben, bevor du gehst. Ja, aber nur wenn. Ja, hier sind tatsächlich noch welche zu. Okay, dann los. Scott, ich habe vielleicht eine neue Waffe für dich. Interessiert? Jo. Du musst 80% der Ziele ausschalten. Dann mach mal. Oh. Scheiße, als ob. Ja, komm, das ist doch unfair. Wie die sich hinter der scheiß Wand versteckt haben. Und jetzt schon wieder. Was ist das denn? Wie unlucky bin ich denn? Jetzt schon wieder. Aber den haben wir jetzt zumindest mal eingesackt. Okay, den auch. Nice. Schönes Ding. Okay, sehr geil. Sehr geil. Ja, Mann, let's go. Schöner Schuss. Muss ich mich auch mal selber loben. Wir haben 3 verfehlt, ne? Wenn es 20 sind, reichen, glaube ich, 16. Okay, sehr schön. Sehr gut. Sieh mal in die Waffenkammer. Ja, okay, sehr geil. Sniper ist unlocked. Hey, Scott, willst du ja, neue ja. Let's go. Du musst sie dir natürlich erst verdienen. Sehr schön. Damit hätten wir dann gleich auch schon die Waffensammlung zu 100% komplettiert. Okay, nachladen. Schön. Schönes Ding, alles klar. Geil! Ich glaube, ich habe 100% getroffen. Sehr, sehr schönes Ding. Wir können die Waffe zwar noch nicht aufnehmen. Ich glaube, es ist ein Ladefehler oder so. Keine Ahnung. Aber hey. Damit haben wir die Waffensammlung komplettiert. Achso, Quatsch. Wir können die nicht aufnehmen, weil wir die von im Inventar haben. Und 100% Munition haben. Ja. Alles klar. Ich dachte schon, das wäre irgendwie ein Bug oder so. Das wäre ziemlich unsatisfying gewesen, aber ja, okay. Dann ist das halt so. Wir wissen zumindest, dass es funktionieren würde, die aufzuheben. Ja. Alles klar. Das sieht doch schon viel besser aus. Ich glaube, ich fülle mein Inventar tatsächlich mal hier schön mit der Munition auf. Oh, und da kriegt man direkt 60 Schuss. Ah, nee, okay, das war nur Ersatzmon. Okay. komisch. Okay, sehr schön.
12 Schuss nur? Mann, ernsthaft? Okay, so, jetzt ist aber voll. Und wir könnten jetzt theoretisch in den nächsten Einsatz. Ich glaube, das sollten wir auch tun. Und dann muss ich diesen Part und den nächsten dann halt nochmal splitten. Wünschte, ich wüsste noch, wie lange das Let's Play geht. Also das Spiel. Dann hätte ich vernünftig planen können. Also so von den Parts her, von der Part-Einteilung und so weiter. Ah, okay. Okay. Rette die Mitglieder der Sanrokai. Okay, also der hat sie noch nicht umbringen lassen, sondern er hat sie erstmal alle nur eingesackt. Was zum... Okay, alles klar. Let's go, Alter. Oh mein Gott, was zum Teufel? Nein! Wie viel Damage ich auf einmal bekommen habe? Ich dachte, das wären alle gewesen. Mann! Muss ich mir den... Nein, das kann's doch nicht sein. Ist das dann ernst? Muss ich mir jetzt diese Scheiße nochmal anhören? Ja, ist ja gut, ich weiß. Alter, ist das nervig. Ich glaube, das ist so die Bestrafung fürs Failen hier. Alter, okay. Okay, die machen... Aua. Die machen jetzt generell echt gut Damage. Daran... Sind das Sniper? Ja, hier ist ein Sniper. Okay. Deswegen habe ich so viel Damage bekommen. Ich wüsste gerne, wo die Sniper ist. Hier da oben, hinter den Scheißbaum. Ach, die Kacke weg da. Holy shit. Oh Mann, ey. Scheiße. Mann, wie sieh ihn doch bitte an. Und ich habe mich selber in die Luft gejagt, kann das sein? Mann, warum denn? Wie das Spiel einfach schon wieder rumspackt. Ich will eindeutig zu ihm rüber und jetzt muss ich die Kacke schon wieder anhören. Alter, ist das frustrierend. Stellt euch vor, es ist Real Life und er stirbt einfach wegen einem Bug. Ja, sorry, Pech gehabt. Ja, du hättest ihn töten können, aber ja, hast leider Pech gehabt. Und zack, weg. Weg, weg, weg. Mit dem Scheiß da. Okay, sehr schön.
ein neuer Sniper gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal lieber schnell ins Gebäude. Oh ja. Da oben steht noch jemand. Alles klar. Ich hätte wahrscheinlich direkt ins Gebäude vorpreschen sollen. Aber gut. Dann halt so. Speicherpunkt. Mist, ich glaube, die haben mich gesehen. Nein, doch nicht. Hören Sie, Scott. Ich werde fliehen, aber alleine kann ich hier nicht. Alles klar. Ich habe mich im Garten versteckt, neben einem Altar. Kommen Sie dorthin. Beeilung, Scott. Sie sind hinter mir her. Ja, ja, ist ja gut. Quatsch mich nicht voll. Versuch's ja. Gut, okay. Hier schon wieder nicht funktioniert. Beziehungsweise nicht vernünftig funktioniert, okay. Scheiße. Sniper, Sniper, Sniper. Da oben. Au, 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 geh doch rein, geh doch rein, geh doch rein. Holy shit. Kann ich den vielleicht aus dem spitzen Winkel wegmachen? Hier. Sehr schön, holy shit. Okay, wunderbar. Alter. Was war das denn für ein Aim? Oh Mann. Okay. War's das? Wenn wir jetzt einfach so runterspringen? Geh mal lieber. Ich versuch zumindest, ja. Okay. Sehr schön. Okay. Sollte mal mit Shotgun weiterspielen. Und hier können wir nicht lang. Nee. Können wir noch nicht lang. Wir brauchen erst einen Schlüssel. Den wahrscheinlich einer der Gegner fallen gelassen hat. Nur welcher? Ah, obwohl. Bin hier lang. Okay, Speicherpunkt. Gut, dann kriegen wir einen Schlüssel. Von hier. Ja, ist ja gut. Versuch's. Lange kann ich mich hier nicht mehr halten. Alles klar, wunderbar. Ja, okay, sehr gut. Danke, dass es funktioniert hat. Und hier ist der? Hier ist der jetzt, der Junge? Oh ja, aber er stirbt. Okay. Ich glaube, ich schaff das nicht. Laufen Sie über den Friedhof zum großen Tempel. Retten Sie die Sandro Kai. Du hast ehrenvoll gekämpft. Doch, werde ich. Warum gehe ich nicht erst in Deckung und kämpfe dann? Ich glaube, ich deck zu viel. Ach, man hat hier sowieso keine Deckung. Ich dachte, man könnte sich hinter den Altar wenigstens ein bisschen verstecken, aber... Ach du Scheiße, okay. Kein Wunder, warum der gestorben ist. Ach Mann, ey. Speicherpunkt war vor dem Fight? Ja. Och nö! Also so langsam finde ich es gut, dass der stirbt. Ist ja mal mega nervig. Jedes Mal. Holy shit. Okay. So, jetzt aber. Zack.
Sehr schön. Oh, es war sowieso nur noch der Boss. Ja, okay, das Spiel merkt, glaube ich, tatsächlich, wenn man etwas zum zweiten Mal spielt. Und ich frage mich dann, warum die das nicht so gemacht haben, dass das nur einmal vorgelesen wird. Okay. Ah, scheiße. So viele Gegner. Oh, Alter. Richtig knappes Ding. Und es wird schon wieder knapp. Aber ich hab's geschafft. Alter! Was eine beschissene Position. Okay. Holy shit. Dich vernünftig zu bewaffnen, war hier echt wichtig. Da bin ich sehr froh drüber, dass ich das gemacht habe. Und vor allem muss man hier auch immer in Bewegung bleiben. Und auch mal ein bisschen Munition benutzen. Nicht die ganze Zeit nur aufsparen. Hallo? Okay, glaube ich hab ihn. Durch den scheiß Baum einfach. Holy shit. Moment. Muss ich erst hier lang? Ja. Tatsächlich. Das bringt mir einfach nichts. Okay. Anscheinend muss ich doch nicht da lang. Aber ich möchte kurz schauen. Lag hier jetzt noch dieser... Ah, nee. Steht ja auch unten, dass wir den Schlüssel haben. Okay. Dann, let's go. Der nächste Speicherpunkt. Alles klar, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal den Part unterbrechen, weil wir sind schon bei 30 Minuten und viel länger möchte ich den Part eigentlich auch nicht machen. Ich möchte ihn gerne so bei 25 bis 30 Minuten belassen. Also sage ich hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und es wird auf jeden Fall noch spannend werden im nächsten Part von Red Steel.